Hallo alle zusammen. Es gibt ein neues Video von meiner Seite und zwar handelt dieses Video über ein Funkschalterset 3-in-1 Mikro von Unitec. Es sieht so aus. Dort sind drei Funksteckdosen mit einer Fernbedienung drin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendein Gerät habt, wo ihr anstecken wollt, aber dieses zum Beispiel in der Nacht nicht mehr ausstecken könnt, weil ihr zum Beispiel dadurch Leute aufwecken würdet oder ähnliches, dann ist so ein Set recht günstig. Dieses Set hat 9,99 € gekostet und jetzt werden wir mal sehen, was es beinhaltet und ob es wirklich funktioniert. Kommen wir jetzt zu unserem Inhalt von unserem Funkschalter-Set. Hier haben wir die Fernbedienung. Wir können vier Steckdosen damit mal bedienen. Ob man es erweitern kann, das weiß ich nicht. Die erste Steckdose, die zweite und die dritte. Noch dabei ist eine Bedienungsanleitung und eine Mikrozelle müsste das sein, 12 Volt Batterie. Zur Bedienungsanleitung ist Folgendes zu sagen, man kann sie auf jeden Fall verstehen. Diese Steckdosen unterstützen bis zu 1000 Watt und senden in einer Frequenz von 433,92 MHz. Reichweite bis zu 25 Meter. Hier stehen auch noch Zubehörteile drin, was alles mitgeliefert wird, dass es keinen Regenschutz gegen Nässe gibt und so weiter und so weiter. Aber das könnt ihr euch alles selber herauslesen. Jetzt gehen wir über zum Funktionstest. Dann nehmt euren Funkempfänger und steckt ihn in eure Steckdose. Jetzt seht ihr, dass dort oben die LED-Leuchte aufblinkt und wir weisen der Steckdose einen Kanal zu, in dem Fall B. Und das angeschlossene Gerät wird nun in die Bereitschaft gehen. Auch noch wichtig ist, dass das Signal dieser Fernbedienung auch durch Decken und Wände geht. Und wir können mit dem Gerät arbeiten. Wenn wir nun auf diese Fernbedienung B aufdrücken, ist das Gerät aus und die LED erlischt. Das war's an dieser Stelle auch schon wieder mit unserem Funkempfänger Steckdosenset. Ich habe dieses Set an der Fritzbox dran und bei mir funktioniert es ein- und frei. Es gibt solche Steckdosen auch mit Tippschalter, die haben hier unten in der Fernbedienung Tippschalter drin und hier hinten am Empfänger haben sie hier oben die Tippschalter. Dort könnt ihr einstellen eure persönliche Hausnummer. Dann kann dieses System nicht irrgeleitet werden, dass ihr theoretisch mal bei eurem Nachbar irgendwas ausschaltet, was mir jetzt bei diesem Set noch nicht passiert ist. Ich hoffe, ich konnte euch viele Informationen über Funksteckdosen geben. Freue mich, wenn ihr wieder Daumen hoch macht. Bis demnächst, euer Elektro-Mike.